Bombardiert und beschämt nähern wir uns ein zweites Mal der Festung, die uns schon einmal besiegt hat. Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda: The Wind Waker HD für Wii U. Im letzten Part habe ich ahnungslos ein bisschen rumgegammelt und noch ein bisschen auktioniert. Und in diesem Part werde ich endlich, ja, in diese Festung hineinkommen. Jetzt muss ich nur gucken, wo, ja, da. Okay, also einmal hier. Es war eigentlich schon so, dass man diese Tür hier aufbrechen kann. Nur glaube ich, muss man hier erstmal die ersten beiden kaputt machen. Oder ich habe echt richtig krass gefailt im letzten Part. Man weiß es nicht. Oder was vorher? Ich weiß es auch nicht. Schon irgendwie lustig, wie er da einfach nur so schwimmt. Oh ja, plötzlich ist das. Ja. Genau, weiß sicherlich bereits um unsere Anwesenheit. Aber du hast das Masterschwert auf deiner Seite. Vernichte damit all deine Gegner und befreie deine Schwester. Sei furchtlos. Immer doch. Ein kleiner Junge kann nicht furchtlos sein. Das ist vollkommen unmöglich. Ja. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht vom Scheinwerfer getroffen werde und. Oh. Was ist das denn? Ach. Du bist. Mister, ich lach mir einen ab. Ja. Bist aber ein harter. Einfach furchtlos wie eh und je dieser Kerl. Oh Gott. Okay, verschwunden. Oh, ja, natürlich. Ja, komm. Bam. Du willst mich doch veräppeln. Okay. Aha. So wie bei Zelda Ocarina of Time, dass man halt immer wieder diesen Schlag zurückschlagen muss. Man muss. Oh, ne, jetzt aber bitte angreifen. Man muss ihn wirklich gut timen, weil das Timing immer ein bisschen schneller wird. Ach Mist, das war jetzt nicht gut. Ich habe ihn zu spät anvisiert. Aber jetzt. Jetzt, nein, das war blöd von mir, dass ich die Wirbelattacke machen wollte. Jetzt darf er nur nicht vorbeikommen und mir einen auf die Schnauze hauen. Oh ja, drei Herzen sind doch eigentlich gar keine schlechte Zahl, ne? Oh, Mist, ey. Jetzt aber, komm. Ich bin bereit. I'm ready for this. Wird halt immer ein bisschen kleiner, das Zeitfenster, aber wir beat the Rhythm Paradise durchge. Naja, gut, durchgespielt habe ich es noch nicht, aber wer beat the Rhythm Paradise gespielt hat, hat vor keinem anderen. Ja. Wie nennt man das? Reaktionsding. Angst. Bam. Okay, gut, das war nicht gut von dir. Okay. Ping, Pong, Ping. Ponken, oh, schade. Naja. Okay, komm her, komm her, komm. Komm, ich bin ready für dich. Ich bin ready für dich. Ja, bei Ganondorf, bei Ocarina of Time. Okay, das war's, das war's, das war's, das war's. Konnte man ihn sogar mit einer Flasche zurückschlagen. Und der ist tot. Schöne Animation ganz nebenbei bemerkt. Nein, doch nicht tot. Zumindest ist er behindert. Also behindert im Sinne von in seiner Tat. An was Dinge für Dinge. An was für Dinge denkt ihr eigentlich? Leute. Also beim Ocarina of Time Kampf konnte man ihn auch mit einer Flasche zurückschlagen, also diesen Strahl. Ach Mann, wollt ihr mich verarschen? Jetzt bin ich nicht mehr so wehrlos, hä? Jetzt habt ihr Angst. Alter, wie weit die zurückfliegen. Ja, bei Ocarina of Time konnte man ihn mit einem Ding Glas zurückschlagen, aber konnte ich jetzt ja nicht ne sehen, weil ich nur ein einziges Glas habe und da ist Suppe drin. Suppe hat Priorität als mehr Priorität als unser Leben. So sieht das nämlich aus.
Lalalala. Okay, wir haben den Stahlhammer gefunden. Beziehungsweise gefunden. Du kannst mit diesem Objekt Dinge und Hindernisse zerschlagen. Schlägst du auf den Boden, kannst du sogar manche Gegner kurzzeitig gefechtsunfähig machen, ja. Perplex nennt man das. Okay, und euch möchte ich eigentlich gar nicht wirklich thematisieren, um ehrlich zu sein. Könnt ihr mich mal bitte in Ruhe lassen? Ja, danke. Naja, ja, nerviger geht's aber auch nicht. Oh, Bomben. Oh, Bomben. Ja, gut. Also, Bomben haben wir immer noch nicht voll, das lobe ich mir. Ei. Ja. Der ist perplex, oder? Nein, nicht mal. Schon brutal irgendwie. Man schlägt echt mit so einem gigantischen Hammer auf Leute drauf. Bam! Schon krass sowas, ne? Aber was will man sagen? Nintendo macht, was Nintendo möchte. Und wenn ihr nicht darauf klarkommt, liebe Freunde, dann spielt euer Call of Duty. Das ist nicht so brutal. Ja. Nicht schlecht, würde ich mal sagen. Nach diesem Spiel würde ich dann Rayman Legends aufnehmen. Und zwar Part 7. Den ich dann aber auch übermorgen oder so hochladen werde, wenn ich Bock drauf habe halt. In letzter Zeit kamen eigentlich wenig Videos. Also der Uploadplan wurde jetzt nicht direkt eingehalten. Was ich jetzt nicht so schlimm finde, ich meine, zwei Videos, also alle 2 Tage ein Video ist schon, naja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen viel, aber ach du Schandier. Aber es ist jetzt auch nicht sehr wenig. Und ich finde, das reicht auch so. Weil ansonsten wäre ich schon ein sehr extrem übereifriger Nintendo Let's Player, also Uploader würde ich viel mehr sagen. Okay, wo müssen wir denn jetzt eigentlich, ja, ist gut, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ja gut, dann schauen wir mal nach unserem Schatz, unserem rechtmäßig gehörenden Schatz. Ja, und 2 Videos pro, also alle 2 Tage ein Video ist doch echt in Ordnung, finde ich. Ich muss aber sagen, ich bin jetzt kein Typ, der jetzt wirklich strikt immer den Kanal-Upload-Plan einhält. Also, wenn ihr wirklich auf meinem Kanal seid, weil ihr unbedingt jeden zweiten Tag ein Video sehen möchtet, abwechselnd Zelda und dann Rayman Legends, dann muss ich euch leider enttäuschen. So sieht das bei meinem Kanal nicht ganz aus. Ach man. Es gibt Wochen, an denen bin ich wirklich so, jetzt mache ich das so strikt wie nur irgendwie möglich, dass ich wirklich immer dann was hochlade, wenn ich es auch eigentlich vorgeplant hätte. Und dann gibt es Wochen, wo ich einfach nur ultra viel Stress habe. Also Stress jetzt nicht unbedingt, aber halt einfach extrem viel zu tun, teilweise gefühlt halt. Und da kommt halt sowas wie YouTube und Co. echt zu kurz. Und dann denke ich mir natürlich, nee, werde ich ganz sicher nichts hochladen, wenn ich morgen noch was für morgen vorbereiten muss. Gut, aber da gehe ich jetzt nicht mehr runter. Bam! Bam! Ja. Wie gesagt, ich setze halt Prioritäten. Ja, was das sieht schon so lustig aus. Da kann ich ja gerade gucken, wie das aussieht. Apropos, wir brauchen ja eigentlich nur noch ein einziges Herzteil. Könnten wir ja mal machen. Herzteil suchen.
Gibt es meines Wissens auch in einem in einer bestimmten Auktion. Und ja. Alter, was ist das ist denn für ein Rabauke? Alter, jetzt reicht's mir aber. Jetzt bin ich wütend. Gibt es auch in einer Auktion, aber ich glaube, das ist auch zufällig, wann man bestimmte Items oder Dinge kriegt halt. Deshalb kann ich mir nie wirklich sicher sein, ob ich das jetzt krieg oder nicht. Vielleicht nehme ich mal so einen ganzen Part auf, wo ich einfach nur so ein bisschen auktioniere und dann einfach mal abwechselnd so ein bisschen rumcutte und Jump Cuts mache. Von den Dingen, die mir halt so, von den Dingen, die ich halt einfach kriege, Alter, kriegt man ja gar nichts bei den Dingern außer Rubine. Ja. Und dann ganz wichtig sind halt eigentlich nur dieses, ist halt einfach nur dieses 7-Meilen-Segel und vielleicht noch der. Was ist das denn? Ich blick das einfach nicht. Dieses 7-Meilen-Segel und der. Das Herzteil natürlich. Mehr kann ich mich jetzt nicht erinnern, deshalb glaube ich auch nicht, dass irgendwas viel Wichtigeres dabei sein wird. Okay. Alter, Sauerheuchelappen. Nein, das war nicht gut. Das war nicht gut, das war ganz und gar nicht gut. Ich muss mal gucken, wie ich eigentlich jetzt noch mal. Oh, meine Fresse! Wie ich diese Leiste für magische Energie eigentlich noch größer mache. So wie halt die Leben bei durch Herzteile und durch Herzcontainer steigen, gibt es auch eine Möglichkeit, wie man diese magische Energieleiste noch steigern kann. Und das ist mir noch nicht so ganz klar. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so vertraut mit dem Spiel. Okay. Die Scheinwerfer können mir eh nichts. Und die Ko schwenken auch so unglaublich komisch. Nein! Nein! Das glaube ich jetzt aber nicht. Meine Fresse, diese Steuerung ist schrecklich. So übersensibel, das ist unglaublich. Ah, das ist jetzt so ärgerlich. Ich meine, seht euch an, wie er sich bewegt. Ah, naja, passiert. Ja, Rayman Legends werde ich auch Part 8 heute aufnehmen. Heute habe ich echt eine Menge aufgenommen. Und ich habe trotzdem noch. Ich sag's ja eigentlich. Wenn ich mal aufnehme, dann nehme ich halt eine Menge auf. Auf einmal halt. Oh Gott. Ja, war halt Gewohnheit, dass ich halt einfach hier meinen Gleiter habe. Okay, ich werde mich jetzt nicht mehr so bescheuert anstellen. Also für das da jetzt kann ich eigentlich nichts. Das ist nicht meine Schuld. Aber jetzt, ihr versteht, was ich meine. Ich werde jetzt nicht mehr runterfallen, ich werde mich jetzt nicht mehr von Bomben ablenken lassen, ich werde mich jetzt auch nicht mehr provozieren lassen durch diese kleinen Teufel da. Mondteufel vielleicht sogar. Mir egal. Könnt mich abballern. Wie ihr wollt. Solange ich nicht runterfalle, macht mir das gar nichts. Gar nichts, liebe Freunde. Macht mir gar nichts. Nur ein bisschen schneller wäre eigentlich gar nicht schlecht, um ganz ehrlich zu sein. Bin ich jetzt nicht außer Reichweite gewesen? Oh Mann, Alter. Okay. Wie kriege ich das denn hin, dass sie mich mal kurz in Ruhe lassen? Wie kriege ich das hin? Ohne dass ich mich jetzt ewig dran, ja, quälen muss. Man muss halt einfach gutes Timing haben, ne? Okay, gerade ist er scheinbar weg. Der schwingt ganz nach links. Warte, kommt wieder, kommt wieder, kommt wieder, kommt wieder, kommt wieder. Okay, jetzt weg, schnell, schnell, schnell. Mach hinne. Gewiss, du mach hinne.
Okay, gut. Gut, so weit, so gut. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Komm schon, vielleicht kann ich den Computer austricksen. Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Die haben die Szene aber schon ziemlich tricky gemacht. Es gab eigentlich ein Item, mit dem ich unverwundbar gewesen bin für eine kurze Zeit. Ich glaube, das wäre eigentlich richtig gut jetzt im Moment. Okay, welcher blöde Scheinwerfer hat mich da gerade so extrem getrollt? Der da. Der da oben. Scheinwerfer sind echt mein größter Feind auf diesem Planeten. Planeten. Ich liebe Scheinwerfer überhaupt nicht. Warum gibt es diese Dinger überhaupt in diesem Spiel? Ich weiß nicht, warum Schweine irgendwelche. Ja, ist gut, wir wissen, du bist ein Badass, gewiss du. Du bist ein Badass. Heute wird ein bisschen länger der Part. Damn. Ja, bringt mir sehr viel. Also, naja. Wenigstens geht es mir jetzt besser, weil. Oh, okay, ich habe einen Unschuldigen getötet. Naja. So unschuldig war der Freund jetzt auch nicht. Wäre ja ganz cool, wenn er sich in der Luft irgendwie an der Leiter festhalten könnte. Wäre doch eigentlich ganz lustig. Das geht ja auch eigentlich theoretisch. Ob das so wirklich in dem Spiel funktioniert, aber ich meine, halt im echten Leben funktioniert das, glaube ich. Ja, jetzt habe ich alle getötet, alle seine Freunde. Jetzt ist nur noch er übrig. Am Monster. Okay, komme ich an den. Okay, das war jetzt nicht gut. Nicht gut von mir. Da komme ich nicht hoch. Ja, komm. Hey, dann muss ich hier wohl rein erstmal. Und suche mir dann wohl oder übel den Weg zu diesem Typen. Also da bin ich da vorhin gegangen, dann muss ich jetzt nach rechts. Kommt mir auf jeden Fall nicht bekannt vor. Bam! Ja. So, jetzt im Moment kann ich noch nicht sagen, ob ich richtig bin oder nicht. Naja. Das ist dann doch relativ eindeutig, dass ich nicht ganz richtig bin. Naja. Was will man tun? Okay. Aber es gibt noch die Chance, dass ich richtig bin. Es gibt noch die Chance, hier hochzugehen und sich davon zu vergewissern, dass ich doch nicht falsch liege. Ausgezeichnet. Bam. Ja, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Da. Hier oben war ich. Genau. Da. Da muss er sein. Da muss er sein. Oh yeah. Showdown. Oh, das magst du. So, jetzt. Endlich. Also endlich. Jetzt ist es wirklich Zeit zu gehen. Zeit, sich wichtigeren Dingen zu widmen. Müssen wir hier runter und durch die Tür dort. Oder?
Oder? Das sagt mir sehr viel. Nein, das ist nicht richtig. Ja doch, dann müssen wir halt auf die andere Seite gehen. Willkommen, Errol. Langsam aber sicher. Okay, gut. Ich konnte mir noch zum Glück merken, dass Y eigentlich gleiten gewesen ist. Oh Mann, ey. Ja gut, dann probieren wir mal hier. Ja, doch, richtig. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 ist gut jetzt. Für uns beide. Könnte echt Speedrunner werden. 20 Minuten für so eine simple Passage. 21 Minuten, pardon, liebe Freunde. Und wiedermals pardon für diesen Epic Fail. Mann. Sieht wohl ganz so aus, als würde ich diesen Part hier beenden und mich auf den nächsten Part vorbereiten. Naja, auf das wünsche ich euch, Freunde, bis zum nächsten Part von Zelda The Wind Waker. Auf das wünsche ich euch, Freunde. Tschüss.